Seit 24. Februar herrscht Krieg in der Ukraine. Viele flüchten aus dem zerstörten Land auch nach Deutschland. In Gemütten gibt es die Ukraine-Hilfe und hier hat der Lions Club Frankenberg eine bedeutende Summe gespendet. Unseren Hintergrund erklären und warum wir diese Spende gemacht haben. Wir sind auf die Frau Fedorenko und ihre Organisation aufmerksam geworden. Und wir hatten ja vor einigen Wochen schon mal an den Bürgermeister 7.500 Euro im Zusammenhang mit der Spende für den polnischen Bürgermeister, zu dem Kontakt hat und dann die Gemeinde Wilizja. Ach hier, den Frankenberger Bürgermeister. Genau, über den Frankenberger Bürgermeister ist zu laufen und dann hat er einen Kontakt zu einem polnischen Bürgermeister und der wiederum hat die Partnergemeinde in der Ukraine. Und da sind wir praktisch, da haben schon mal 7.500 Euro haben wir da schon mal gespendet. Ja. Und wollten halt jetzt einen zusätzlichen Betrag nochmal spenden hier in der Region, wo wir sahen, okay, da kommen viele Leute, viele Flüchtlinge aus der Ukraine kommen hierher. Und dass wir hier vor Ort was machen können. Mhm. Und da sind wir auf die Frau Fedorenko aufmerksam geworden und ihre Organisation, weil sie halt auch wirklich sehr, sehr viel, sie hat am Freitag hat sie uns praktisch mit den zwei Damen aus der Ukraine gezeigt, was sie alles gemacht haben. Sie haben uns auch sehr authentisch wirklich auch gezeigt von ihrer Flucht und vor allen Dingen auch die vielen Dinge, die sie wirklich organisatorisch auch hier leistet. Und, weil Spenden ist das eine, aber es muss ja auch zweckgebunden und auch in die richtigen Dinge investiert werden. Und das sind halt viele, viele Details, wo sich, glaube ich, keiner so richtig Gedanken drüber macht, was notwendig ist. Und das haben die Damen wirklich sehr, sehr eindrücklich und authentisch uns da auch gezeigt. Und von daher sind wir dann auch zu einem einstimmigen Schluss gekommen, das mit 10.000 Euro zu unterstützen. Und wir hatten uns dann, gesagt, also einmal 6.000 Euro als Spende auf das Konto in Gemünden auf ihr und dann auf das Konto der Stadt? Ja, Sparkreditspendekonto haben. Das Geld in der Gänze dann eben auch den Ukrainern zur Verfügung stellt, um nicht irgendwelche Verluste zu haben, eine verwaltungstechnische oder sonstige Verluste zu haben. Und dann war es eben ganz wichtig, dass wir durch Bürgermeister Hess eben die Verbindung gekriegt haben zu dem Bürgermeister in Polen, der auch uns zwei Stunden lang genauso wie Frau Fedorenko, also wie Tina, uns das geschildert hat. Und man hat eben dann gesehen, wie stark doch das direkte Zusammenspiel von dem sich auch unterscheidet, was man eben sieht und wahrnimmt in der Öffentlichkeit und auch in den Medien. Es ist eigentlich viel, viel schlimmer als das, was man eben tatsächlich sieht. Und das haben wir dann auch von den beiden Damen hier zur Linken gehört, wie schlimm das letztendlich ist. Denn sie haben ja, und das muss einem immer wieder bewusst sein, alles aufgegeben, was sie haben. Sie haben nichts mehr. Und wenn sie zurückkommen, kommen sie ja nicht wieder in das zurück, was sie mal hatten, sondern eben auch zu dem, was eben nicht. Und das ist dann, glaube ich, auch wieder ganz wichtig für die Sachspenden, dass die ganz bestimmt zum großen Teil, und wenn sie wertvoll sind, wertvoll jetzt in Anführungszeichen, dass sie also noch sehr gut gebrauchsfähig sind, dass sie dann eben auch mitgenommen werden in die Ukraine, um dann eben dort wieder ein Stück weit den Wiederaufbau sicherzustellen. Denn zurück wollen ja alle, jedenfalls. Und das ist eben das Wichtige im Moment und vor allen Dingen auch die Kinder, die dann eben genauso mitgenommen werden. Dankbar und wie möchte sehr, sehr, sehr Ihnen bedanken. Gerne. Jetzt. Ich möchte noch mal ganz gern herzlich dazu animieren, wirklich noch zusätzliche Spenden zu generieren. A, über unser Spendenkonto, was wir auf der Homepage veröffentlicht haben. Wir wollen weiterhin gerne lokale Projekte hier in der Region für die Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen. Von daher rufen wir auf zu weiteren Spenden über unser Konto auf der Lions Homepage, Lions Frankenberg, oder aber auch direkt an die Organisation in Gemünden, aber auch an alle anderen Regionen oder Organisationen hier in der Region. Also absoluter Aufruf. Wir sehen gerade in den letzten Tagen schon, dass die Spendenbereitschaft etwas zurückgeht und von daher wirklich nochmal der Aufruf, es werden mehr Flüchtlinge kommen. Und wenn man gerade sieht, wie die Damen hier das wirklich so eindrucksvoll erstmal dargestellt haben, die Not, die überall noch herrscht, aber auch wie gut sie das organisiert haben. Also jeder Euro, der da gespendet wird, ist definitiv richtig angebracht. Und von daher herzlichen Aufruf für weitere Spenden. Ja, hallo. Erstmal möchte ich mich über
Einfach bedanken über das Ganze, was überhaupt hier in unserem Kreis passiert. Ich bin aus Gemünden und habe hier Blumentwins. Wir haben jetzt seit 4 oder 6 Wochen, erstmal war das einfach Spende und ein bisschen Geka, einfach eine Organisation gegründet. Wir sind 6 Mann und versuchen, Ukraine einfach zu helfen. Das ist in Gemünden. Wir versuchen, die Leute einfach zu helfen, Wohnung einrichten. Dann haben wir 2 Veranstaltungen schon gemacht. Erste Mal war das erste Anmeldung, zweite Anmeldung. Zweite Veranstaltung haben wir über Bank gesprochen und über Haftpflichtversicherung. Die Kinder gehen jetzt in die Schule. Für Kleine zwischen 2 und 6 Jahre gibt es noch keinen Kinderplatz. Deswegen haben wir überlegt, organisieren wir eine Kinderbetreuung. Die findet am Montag, denke ich, statt, wenn wir das ganze Platz haben, Möbel haben in Geka. Und da können einfach deutsche Erzieher und eine ukrainische Erzieher die kleinen Kinder betreuen. Hilfe wird trotzdem immer noch gebraucht, aber nicht alles um jeden Preis. Wo kann man sich hinwenden, wenn man hier helfen möchte? Wir haben in Geka so eingerichtet, dass es wie Kaufhaus ist. Wir haben da Klamotten, wir haben Hygieneartikel, wir haben Besteck, wir haben Teller. Und wenn die Ukrainer hierher kommen, gehen die erstmal in Geka und nehmen die sich Sachen. Sie müssen sich einfach vorstellen, dass die Frauen und Kinder einfach mit kleinen Taschen kommen und haben gar nichts. So, dadurch, dass es nie so schnell mit dem Geld geht, mit Anmeldung und alles, kriegt jede Ukraine 200 Euro und das ist ein bisschen zu wenig. Deswegen möchten wir alles, was die in Geka nehmen können, die brauchen die nicht zu kaufen. Dann haben die ein bisschen mehr Geld für Brot, für Butter, für Kartoffeln und da können wir die Spende, die Hygieneartikel brauchen wir noch, dann brauchen wir Besteck, Teller, Küchen, Intersilien, vielleicht ein bisschen Sommerklamotten, Schuhe, das können wir alles gut gebrauchen. Und Wohnung. Und Wohnungen, Wohnungen sowieso. Bitte getrennte Wohnungen, da habe ich zum Beispiel viele Möbelspenden, was ich schon in meinem Handy habe, da gucken wir den Wohnraum. Und dann sagen wir, okay, hier brauchen wir ein Schlafsofa, Bett und das. Und dann mache ich mich einfach oder unsere Organisation, setzen wir uns in Verbindung mit den Leuten und dann bringen wir, liefern wir und machen alles. Wohin kann man sich wenden? Bei mir in Blumentwins hier wegen Möbel, dann gebe ich einfach mein Kärtchen. Die Leute fotografieren das Möbel und schicken mir einfach per WhatsApp oder per E-Mail. Dann weiß ich, wegen Wohnungen genauso. Das kann man sich bei mir auch wenden oder bei meiner Tochter. Die hat das mit Möbel und Harald Stell. Da kann man sich auch melden. Prima, danke schön. Bitte.